Und hui! Hüho! Setz die Segel, meine Freunde! Ja. Oh ja, in der Tat. Du sprichst mir aus dem Herzen, mein kleiner Freund. Oh. Ja, das habe ich auch schon gewusst. Dieses Riff versperrt den Weg nach Immerlicht. Okay. Es sei ein Segen der Natur. Ich glaube, es soll diese Jammerlappen an einem Ort festhalten. Das hingegen glaube ich auch, aber... Rote, rote. Los, meine Braunen, in das Schiff. Rote und Kampfposition. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jedes Mal machen werde, hier mit den Roten. Das ist schon ein bisschen umständlich. Und hiss die Segel. Von hier kommen wir... Hiss die Segel, meine Freunde! Auf geht's hier! Automatisch gespeichert! Da haben das Kaiserreich und die irgendwelche Dingens überfahren, Elben beschießen. So aus, als ob das Kaiserreich im Vorteil war, bis das Wasser zu steigen begann. Ja, das vermutlich tut mir natürlich leid für das Kaiserreich. Eis geschmolzen hat. Oh. Das hat mir wirklich den Tag verdorben. Dorthin hat so ein Teleportteil. Ein Turmportal, um es genau zu sagen. Aber das steht schon dort, das heißt, wir können uns hierhin teleportieren. Aber wir hätten gewonnen! Wir hätten gewonnen! Ja, ihr habt aber nicht gewonnen. Und spätestens, als ich zu dem... als ich hinzukam, wärt ihr eh alle tot gewesen. Oh, da hat so Explosionsteiler. Können meine Routen... vielleicht vom Schiff aus? Natürlich können sie das nicht, aber wenn hier jetzt mit Rammgeschwindigkeit... Ja, das hat ja super funktioniert. Hier mit Rammgeschwindigkeit, da muss ich noch weiter Anlauf holen. Oh, dort hast du ein blaues Teil. Das blaue Teil ist immer... Dort hat es ein rotes Teil. Sind das die Teile, die ich brauche? Als Bogenschützen. Das sind die Tore von Immerlicht, Herr. Die Elfen scheinen sie in diesem Durcheinander offen gelassen zu haben. Dann schauen wir mal kurz vorbei. Oh, schön hier. Ich weiß, warum es Immerlicht heißt. Aha, die schieben den Stein weg, die schieben hier einen Stein weg. Die schieben auch hier einen Stein weg und sie schieben dort drüben einen Stein weg. Und wer hätte es gedacht, das Tor ist... Diese Statuen doch müssen zu. Die Torschlüssel sein. Ja, ich will jetzt wieder weiterfahren. Zurück, Herr. Sonst hängt hier an der Schwelle zum Elfenland fest wie ein nichtsnutziger Wegelagerer. Ja, das ist in der Tat ein bisschen doof. Und mit Rammgeschwindigkeit brettern wir durch die Blockade hin. Doch. Können wir überhaupt durch die Blockade hindurch? Dieses Schiff dort drüben sieht so aus, als könnte es durch die Blockade hindurchgehen. Hm. Ah ja, das ist mir jetzt egal. Wir werden jetzt hier erstmal versuchen, irgendwo anzudocken. Ich weiß noch nicht genau wo, aber wir werden es schaffen. Und dann müssen wir wohl all diese seltsamen Steine wieder zurückbringen. Und hier hat es wieder... solche Dings. Ich hoffe, meine Scherben verlieben sich nicht wieder in die. Sieht nicht so aus. Seht ihr das da? Ja, vielleicht habe ich es jetzt nicht gesehen. Ich bin da ein bisschen schnell vorbeigefahren. Und hat das so ein schönes... Was ist das so ein? So ein dunkler Kristall. So, wo muss ich denn hin? Hier hat es auch ein Schiff. Ah, dort ist eine Station, um anzudocken. Dann werden wir das gleich mal tun. So. Andocken. Los, meine Freunde. Ans Land, ihr Matrosen. So. Und wir wagen uns in den Dschungel. In den elbenverseuchten Dschungel hinein. Dort hat's Truppen von beiden Seiten und wir als dritte Partei stürmen hinein und
zerstören. Töten alle Elf oder Kaiser, ist uns egal. Kaiser, Kaiserreich, Angehöriger, Soldat, was auch immer. Und dort drüben? Ich will das. Ich komme da nicht hin. Okay, schade. Da brauchen wir wohl erst die Blauen. Und ich glaube, es könnte sogar sein, dass wir die hier bekommen. Wenn es schon so viel Wasser hier hat. Hoffe ich doch, dass wir die bekommen. So, ich weiß, dort war dieses Teil, das wir mitnehmen können. Werde ich jetzt aber noch nicht tun. Ich will hier erst den Weg ein bisschen säubern. Wobei, das muss dort vorne hin, das schaffen wir auch. Los, meine Braunen. Wir gehen zu 5, ja, zu 6, wie auch immer. Ich glaube, dann sind sie nämlich schneller. Der eine kann sowieso nicht mitkommen. Jawohl. So, ich glaube, wir müssen dort vorne hingehen. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Vermutlich. Ja, hier ist ja schon dieses Teil. Das war jetzt aber nicht so schwer. Und vielleicht kommt es noch. Das war erst der erste Stein. Sehr gut, dunkler Herr. Oh. Ihr habt die erste Schlüsselstatue zurückgebracht. Nach 3. Ja, noch 3 weitere. Ich weiß nicht, warum die Kamera jetzt dorthin ging. Vielleicht, weil dort das nächste ist, das wir holen sollten. Aber ich glaube, auf dieser Insel hier waren 2. Deshalb werden wir natürlich erstmal hier ein bisschen... Ich glaube, der kann blocken, der... Die Sau kann blocken. Ja, das bringt ja aber nichts gegen mein Feuer. Töten, meine Freunde. Alles und jeden töten. Und was ist dort oben? Verfluchtes... Ach, die spawnen da. Dann werden wir das gleich mal zerstören, hier die Hütte. Ja, da fallt ihr runter. In euer Verderben hinein. Wo muss das denn hin? Jetzt fährt es wieder hier runter. Nein, da brennt etwas. Waren es meine Schergen? Das waren nicht meine Schergen, glücklicherweise. Und ich muss auf dieses Dings dort hinauf, so wie es aussieht, weil hier geht es nicht weiter. Oh. Was man von hier aus nicht alles sieht. Dort hat es entweder Schergen oder Lebenspunkte. Das Teil kommt wieder hinauf und dort ist auch schon... Anscheinend können mit den Schlüsselstatuen die Aufzüge betätigt werden. Wer hätte gedacht, dass Elfen so erfinderisch sind? Aha. Okay. Wir müssen jetzt also schnell hier runter. So. Hier ist der Weg versperrt. Aber ich denke mal, meine Routen sollten es hinkriegen, auf dieses Teil dort zu feuern. Jawohl, zurücktreten bitte und bewundern Sie das Feuerwerk. Boom, 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 boom. Und das Schiff hier ist weg. Gut, das muss ich, sollte ich mir merken. Halt! Erstmal dieses Teil dort holen. Hier die schönen Kugeln einsammeln. Ja, voll Idioten. Ich habe doch 5 Flug... Na, kommt schon. Ihr müsst hier nur um die Ecke und dann rauf. Ja, das sind nicht die... klügsten meine Schergen, Freunde. Aber sie erfüllen den Zweck. Na gut, die große Frage... Ach so. Ich dachte schon, wie wir wieder zurückkommen. Aber ich habe es gerade gesehen. So. Und auch der zweite Elfenstein ist hier. Jawohl. Aha. Was machen denn die hier? Okay. Okay. Diese Elfen versuchen, mit der dritten Schlüsselstatue zu entkommen. Folgt ihnen! Diese dreckigen
Elfen versuchen tatsächlich mit meinem, ja, mit meinem Schlüssel zu entkommen. Da ist Gift. Ich frage mich jetzt gleich, ob das weg ist, wenn ich die hier töte. Nein, nein, nein! Oh nein! Wenn die jetzt alle sterben. Wenn die jetzt alle sterben hier. Okay, gut, zum Glück nicht. Wie komme ich denn hier vorbei zur Hölle? Okay, das ist jetzt egal. Zuerst zum Schiff. Das sollte hier unten sein. Da komme ich vielleicht später noch hin. Ich denke, wir werden auch noch kurz eine Weile dann, wenn wir alle Schlüssel schon haben, hier herumschiffern. Und das genauer ansehen. Weil vielleicht ist auf jeder von diesen Inseln so etwas. Wie dieses Teil dort. So, und jetzt bereiten wir uns auf die Seeschlacht vor. Hier hat eine seltsame Frau. Die macht mir Angst. Und hierhin. Hierhin, meine braunen Freunde. Und los geht's. Ah, okay. Hier sind solche Steine. Dort oben ist das Schiff, das Wände durchbrechen kann. Glaube ich. Muss es, sonst... Was wollen die hier? Tötet diese... So, vorne ist das Schiff, aber das ist gar nicht abgefahren. Kommt das vielleicht jetzt dann hier raus? Ja, es kommt hier raus. Wir versuchen es natürlich so gut es geht aufzuhalten. Ich hoffe mal, wir verlieren nicht allzu viele Lebenspunkte, wenn es uns rammt. Vielleicht können wir es auch entern. Ihr Schiff ist zu schnell, Meister. Verwendet eure Routen, um die Segel zu verbrennen. Habe ich schon gemacht. Die Segel brennen. Entern, Meister. Entern. Nein. Geh an Bord eines nicht fahrenden Schiffes. Okay. Indem du an ihre Seite segelst. Ich segel an die Seite. Leertaste drücken. Rüber. Dort hinein. Die restlichen werden hier dieses Teil nehmen. Meine Routen werden sich auf weitere Elfen gefasst machen. Die kommen hierhin. Hierhin. Und dann segeln wir mal los. Ich hoffe, ich komme hier an unserem eigenen Kahn noch vorbei. Das könnte eng werden. Aber es funktioniert. So. Jetzt gehen wir erst einmal kurz dorthin, laden das Teil ab. Und als nächstes sammeln wir dann kurz dieses Lebensteil ein, das wir gesehen haben. Auf der alten Insel noch. So, hier war diese Seeschlacht. Und wo war der Stein hier? Andocken bitte. Und andocken. Ja. So, du auch noch. Das müsste hier oben irgendwo gewesen sein. Ist es aber nicht. Aus mir unerklärlichen Gründen. Vielleicht muss ich noch weiter hoch. Oder es war doch hier hinten irgendwo. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, hier hat es diese... Ja, voluminösen... nicht mehr Jungfrauen. Ha, nicht mehr Jungfrauen. Okay.